Freunde, willkommen zu einer neuen Runde Pokémon Schwarz Edition 2. Und heute knüpfen wir uns mal den Arena-Leiter vor. Ich weiß nicht, was jetzt hier an meiner Tastatur stimmt. Ach, ich habe Pause. Pausiert. Dann tue ich mal jetzt nochmal hier kurz den Ton aus. So. Wir gehen jetzt hier nochmal ein bisschen durch. Gehen jetzt hier außen. Dann zum Arena-Leiter. Komm, lauf. Ja. Aber ich habe ja, glaube ich, bisher noch keine so richtig guten Pokémon. Deshalb können wir meine Pokémon anschauen. Ich habe im Moment ein 8 Dusselgur, ein Level 10 Otterrot und Level 10 Riolu. Aber es wird dann schon schwer, deshalb mal sage ich, werde die noch ein bisschen trainieren und wir sehen uns dann nach einem Cut wieder. Ja, und weiter geht's, meine guten Freunde. Ich hab jetzt hier zwei Level 12 Pokémon. Kann ich euch dann auch nochmal zeigen, wie wir hier oben sind. Aber wenn ihr auf dem Weg dahin, sage ich euch nochmal, zeige euch nochmal was. Also ich zeige euch erstmal, dass ich die Pokémon nur noch Level 12 habe. Hier. Riolu ist zwar jetzt erstmal paralysiert, aber ich kann es dann euch nochmal, nachdem ich in Ventura City beim Pokémon Center war, kann ich euch dann nochmal zeigen. Da gehen wir mal hier kurz auf Kreuz. Laufen wir kurz hier weiter. Bis. Komm, 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 komm. Lauf. Und runter. Lauf, 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 ja. Und lauf einfach mal. Ja. Ja, und morgen, also am 1.7. mache ich dann. Jetzt laufen wir erstmal noch ein bisschen weiter bis nach Eventura City. Dann gehen wir hier noch ein bisschen lang. Dann auch hier nach unten. Sag einmal Sprung und das zweite Mal noch ein Sprung. Jetzt kann ich euch zeigen, was ihr vorher, bevor ihr zur Arena geht, noch machen. Sozusagen noch machen müsst, damit Sharon dann zur Arena dann überhaupt da ist. Und zwar gehen wir dann, hier geht dann in dieses Haus da rein. Dann werden euch zwei. Dann redet Lauro noch ein bisschen mit euch und die paar Kinder. Und dann müsst ihr gegen die Kinder noch zwei. Ein Kampf gegen den Jungen und ein Kampf gegen das Mädchen, also gegen den hier. Müsst ihr einen Kampf machen und gegen den und dann damals. Dann die zum Schluss noch mal ein bisschen und dann. Hier draußen Mann, der überreicht euch dann gerade die Medaillenbox und die erste Schritte Medaille. Dann kommt gleich nochmal Lauro raus.
und dann jetzt laufen wir einfach mal laufen. Weiß, wie es aussieht. Es sieht voll aus wie Inlineskaten. Also schon so fast wie Inlineskaten aus. Jetzt gehen wir noch hier runter. Hier lang die Maus gleich mal kurz zur Seite machen. So, und dann gehen wir jetzt gar nicht hier wieder in der Route. Route 19. Kann ich mir noch nicht merken. Wo ruft uns denn da? Das seht ihr dann gleich nach einer kurzen Pause. Und da ruft uns da von oben. Lauro steht da oben. Das Finesse auf uns. Ja, springen wir runter. Stelle Knochen. Da ist Alda. Ja, und er läuft jetzt erstmal noch zu uns. Also raus. Und jetzt entschuldige bitte. Ich habe vergessen, eine wichtige Sache zu erwähnen. Ja, hätte ich nicht gedacht, Lauro. So, nimm zunächst ein. Aber das hier an dich. Ash erhält Sinelbeere. Gut, passt. Verstaut das Item Sinelbeere in der Medizin. Ah, in der Bärentasche. Ja, ich möchte jetzt dort einen Arena-Kampf machen. Wir geben, ja, gib sie deinen Pokémon zu essen und regenerieren so ihre KP. Aber du kannst deine Pokémon die Beeren auch tragen lassen. Dann essen sie selbstständig eine Beere, wenn sie im Kampf Schaden erlitten haben. Um so ein paar KP zu regenerieren. Nun gut. Vorhin habe ich dich ja angewiesen, den Arena-Leiter von Eventura City herauszufordern. Aber das ist ein sehr starker Trainer. Doch verzage nicht, wenn du dir nur bewusst machst, wo die Stärken deiner Pokémon liegen und wo du als Trainer zu tun hast, dann ist der Sieg so gut wie dein. Passt, Alter. Und dann misst du dich mit immer stärkeren Trainern. Ja, genau. Fordere die Arenaleiter aller Städte heraus. Arbeite mit deinen Pokémon zusammen und wachse als Trainer daran. Und je stärker ihr werdet, desto weiter wird euer Horizont. Müssen noch warten, bis da aus dem Bildschirm rausgelaufen ist. Das können wir ruhig mal hier den ganz normalen Weg mal hier gehen. Ich möchte jetzt nicht gerade zum Kämpfen haben. Aber zum Glück habe ich gegen ihn schon gekämpft. Oder ich muss ihn erstmal fragen. Ja, und jetzt, noch muss ich jetzt noch ein paar. Ich würde sagen, nach einem kurzen. Wir sind jetzt in der Arena. Was soll ich sagen? Die Arena ist in. Also, nach. Hier ist erstmal noch eine Schule und dann kommt die Arena. Hier ist ein Klassenraum. Ihr könnt hier gerne die Leute ansprechen, wenn ihr wollt, aber ich mache es jetzt hier nicht. Ich kann auch egal, wenn man eine Tafel hat, gucken. Auf der Tafel stehen Erläuterungen zu Startproblemen, die dich im Pokémon zuziehen können. Welche möchtest du lesen? Ja, kann man ja gerne mal alle. Könnt ihr alle gerne mal durchlesen, wenn ihr wollt. Also ich brauche es jetzt nicht, deshalb gehen wir jetzt gleich mal zur Arena. Und hier hinten ist sie. Komm auch ein bisschen schneller. Nein, dann nie mehr laufen. So, rein.
dann ja, sind wir bei der Arena und da seht ihr schon diesen Mann hier. Der wird dann euch erstmal anquatschen. Hallo, ich helfe den allen Trainern, die sich in der Arena beweisen wollen. Dann ist Guido. Vielen Dank, dass du in der Arena antrittst. Hier für dich. Ich erhält Tafelwasser. Ja. Oh, ist ein bisschen schneller. 10 Taschen. Pokémon Arena ist eine Einrichtung, die dazu eines Trainers zu bestimmen. Ja, mach mal ein bisschen schneller. Man keinen Kampf im seiner hat. Von da ist es Vorteil, viele Pokémon dabei zu haben. Ich habe zwar jetzt nur 3, aber das wird bestimmt jetzt auch nicht so schlimm sein. Wenn ihn vielleicht werden ja manche auch von euch, die zuschauen, auch schon 6 Pokémon haben. Aber ich habe jetzt erstmal erst nur 3. Ja, ich bin Sharon, der Arena-Leiter hier. Nun ja, ich bin gewissermaßen in den Job hineingerutscht. Ja. Wir haben eine Auswahl in eurer Position ein, ihr beiden. Und sie geht jetzt noch. Ja, und jetzt labert er uns noch ein bisschen. Und dann würde ich mal sagen, vorher nach einer kurzen Pause sehen wir uns dann beim ersten Gegner. Ja, und jetzt treten wir erstmal den ersten Trainer über. Schön erkannte mein Potenzial. Der hat Arena gemacht. Okay. Ja, wir können gerne antreten. Und jetzt kämpfen wir als erstes gegen den in Orange. Ja, jetzt. Und wir haben herausgefordert vom Teenager. Eine Herausforderung von Teenager Christian. Er hat 2 Pokémon dabei, also gut. Passt auf jeden Fall. Wir werden natürlich versuchen, so schnell wie möglich kaputt zu oder zu zersch erstmal down zu bekommen. Seine, glaube ich, habe Priolo, habe ich glaube ich am Start. Als erstes Pokémon müsste ich es haben. Los, Riolu. Kommt einfach, wir müssen es schlagen. Irgendwie müssen wir es schaffen. Da hoffe ich einfach mal, dass wir. Ich werde ich glaube ich abwechseln mit meinem Pokémon, damit sie auch immer schön viel Erfahrungspunkte bekommen. So, zack. Komm, ja, hauen weg, aha, shit. Nagelholz, Gegner, setzt Tackle ein. Okay. Ruhig bleiben. Schaffen das schon noch. Oh shit. Na, shit, 7. Ah, passt schon noch. Was soll Riolu tun? Wird nochmal Hokuzuki. Komm, der muss dann einfach weg sein. Komm. Bitte enttäusch mich nicht. Komm, bitte. Bitte. Komm. Nein. Shit. Jetzt irgendwas. Jetzt kein Tackle. Ja. Nice. Nächste Attacke ist weg von mir. Mann. Ja, dann wechsel. Ich glaube, ich zu meinem Dusselgurt dann wechseln. Als nächstes. Die Verteidigung von Riolu. Denkt ja, das wissen wir jetzt. Riolu kann gerne Okzuki einsetzen.
Und das erste Pokémon haben wir jetzt besiegt. Yes. Mann. Nice. Jawohl. Es taucht unter und jetzt werden wir, glaube ich, unser Pokémon. 106, es wird noch nicht ganz reichen. Was jetzt auch gar nicht so schlimm ist. Teenager Christian setzt als nächstes Yogglyph ein. Oder wir setzen mal als nächstes unser Otterummer ein. So, zack und zack. Gucken, was wir damals Schönes draus machen. Guck du mal, Triolo, komm zurück. Versuche ich erstmal mit Aquaknarre. Versuche ich erstmal Yogglyph. Erstmal richtig viel Schaden wegzunehmen. Zu machen. Alter, ist gerade richtig. Otaro Level 12 gegen bestimmt einen Yogglyph Level 9. Ja, komm. In den Kampf geschickt. Ja, mal ein bisschen schneller. Ja, ein Yogglyph. Sehen. Auf Level 9. Gut, passt. Dann werden wir es suchen mit Aquaknarre erstmal irgendwie zu zerstören. Oder einfach, dass es nicht mehr, dass es kampfunfähig ist. Komm. Komm. Na komm. Schnell. Na. Zieh. Nein. Shit. Ja, auf Gegner setzt. Bitte Silberblick. Silberblick. Nein, Schlüpfer. Auch gut. Passt. Gut, dann haben wir wieder mal die erste Attacke und dann haben wir seinen Pokémon. Haben wir dann nichts verloren. Das passt auf jeden Fall. Darauf wurde erkannt. Ja, und dann setzen wir jetzt hier einfach nochmal eine Aquaknarre ein. Otaro setzt Aquaknarre ein. So, und weg haben wir jetzt schon mal. So, zack, Yogglyph ist weg. Und unser Otaro hat gar schon mal hier auch nichts verloren an KP. Jetzt geht's erstmal weg hier. Yogglyph wurde besiegt. Otaro teilt 115. Oh, nice, Alter. Mann. Gegen den zweiten Trainer und. Gegen den zweiten Vortrainer und jetzt. Yogglyph gegen mein Riolu. Mal gucken, was vielleicht. Ich habe eigentlich nur zwei richtige Shooter-Attacken. Eigentlich. Nur, Kampf. Ruckzuckhieb oder Konter, wir nehmen einfach mal Ruckzuckhieb. Riolu setzt Ruckzuckhieb ein. Ich hoffe, dass sie dann nicht, dass sie dann Silberblick oder Schnüffler dann einsetzt. Er war schon, oh shit, oh shit. Er setzt Schnüffler, passt. Nice. Hat's erkannt. Aber ich glaube, ich brauche mal. Ja, die werden so alle das gleiche Pokémon dann haben. Riolu setzt wieder mal Ruckzuckhieb ein. Komm, haus weg einfach. Na, shit. Yogglyph Gegner setzt. Tacklein. Na, passt doch auch schon. Passt noch. Oh, ich bin gerade so angespannt. So ein harter Kampf, Alter. Mein erster Arena-Kampf in einem Puck, in einem Video. Ja, und dann muss ich noch, ich muss durchschalten bis zum Arena-Leiter. Komm, Riolu, du schaffst es. Zieh. Haus weg einfach. Für uns, für unser Team. Nein, nein, bloß nicht. Oh, danke. Danke, Jochef, dass du es nicht gemacht hast. Danke. Alter, Mann. Manometer.
Oh, shit. Deine Folie sinkt. Jetzt einfach noch mal ruckzucki weg, Alter. Shit. Warte, knapp. Aber wir verlieren müsst ja bei Rio nur, bei jedem Angriff nur 7 KP, alles, also das passt schon. Aber als nächstes werde ich dann mal Dusselwurm einsetzen. Gucken, was. Weiß er. Was dann Dusselwurm dann auf Lager hat. Also, ja, erstmal York Clef besiegt. Passt auf jeden Fall. Riola hat 15. Und wir haben es nicht, noch nicht ganz geschafft. Auch das Maus. Jetzt wird erstmal. Wir müssen jetzt nur noch. Komm, was macht dieses eine Pokémon-Ding? Dann stehen wir den Arena-Leiter gegenüber. Das wäre einfach so genial. Komm. Shit. Ja, das Gegner setzt sicherlich ein. Echt nice, Alter. Echt nice, du bist. Ding ist zwar unsere Verteidigung, aber ich weiß nicht, ob das uns jetzt so viel aus. Und ich glaube, wir müssen noch einmal, zweimal, Windstoß muss noch mal aufhören werden. Dose setzt Windstoß ein. Boy. Komm. Brauch's einfach weg. Nice, 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 yes! Mann! Volltreffer. Voll. Nagelherzgegner wurde besiegt. Ich hab auch nicht. Mann. Man nicht durchaus hin. Ich glaube, man muss auch anwenden, sonst vergisst man es schnell wieder. Ich gewinne 114, 144, meinte ich. Oder eigentlich. Und darum seht ihr schon das Portal oder so was, sagen wir leider. Darum findet ihr Charon. Ja, los. Da oben steht er schon da. Und wartet auf uns. So ansprechen. Hat er ein Problem mit uns etwa? Endlich. Genau. Arena-Herausforderung ist es. Geben wir unser Bestes später. Unseren Kampf. Ja, gerne. Und jetzt steht da. Ash gegen Chirin. Auch nur zwei Pokémon, das passt auch. Und ihr seht, er hat jetzt sogar schon einen Nagelotz Level 11. Ja. Nice, Alter. Steht uns ja schon so gut wie vor, dass wir es besiegen müssen, ey. Geodo setzt Druckzuki bitte eine. Oh shit. Nagelords Gegner setzt Tackle ein. Chaos zieht uns bestimmt auch nur wieder so 7 ab. Hoffe ich auf jeden Fall, dass es jetzt nicht, uns jetzt nicht 20 abzieht, weil das wäre jetzt echt blöd. Ah, oh. Oh. Deine Attacken war weise und stark. Du bist allem stark. Aha.
Riolu, wir können mal kurz unser Pokémon mal kurz wechseln. Und nehmen mal kurz unser Dusselgur. Aber ich wünsche mir jetzt nicht das Lucario jetzt. Ich meinte Riolu, weil ich habe ja auf meinem Dia schon Riolu zu Lucario weiterentwickelt. Jetzt gehen wir kurz zu Pokéball. Und nach einer kurzen Pause zeige ich euch dann, wann geht es dann gleich mit dem zweiten Pokémon weiter. Weil ich möchte jetzt noch, ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Wir haben Nagelotz besiegt. Aber du musst leider darunter leiden, dass besiegt wurde, aber sagen ich, nach einer kurzen Pause, wir uns dann nach einer kurzen Pause dann wieder. Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Sharon haben wir besiegt! Yes, Alter! Ey! Mann! Geil! Oh ja, Klaff wurde endlich besiegt. Weiter erreicht Level. Er hält 230 Erfahrungspunkte und ist damit Level 13. Weiter erreicht Level 13. Energiefokus versucht er zu erlernen. Und das sehen wir uns nach einer kurzen Pause dann wieder. Und was haben wir erhalten? Den Grundorden. Jetzt erstmal noch ein paar Mal an, würde ich mal sagen, das war's fürs Video und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!